So, damit willkommen zurück bei Wolfenstein 2 in The New Colossus. Ich habe gerade noch mal was umgestellt und zwar in den Optionen hier. Es war eine Zielhilfe an, die habe ich mal ausgemacht. Und gefühlt, das hier bringt überhaupt nichts. Das ist vollkommen egal, was man da einstellt. Das irgendwie an der Geschwindigkeit ändert das quasi nichts. Das hier oben auch nicht wirklich, deswegen habe ich es an der Maus jetzt mal ein bisschen langsamer gestellt. Wollte ich nur gezeigt haben, Zielhilfe ist aus. Anscheinend ist das Spiel standardmäßig eingestellt für Controller. Beziehungsweise, ich vermute mal, dass es so ist, weil es war zumindest angeschaltet. Und da bin ich gerade mal begrenzter Fan von. Weil ich spiele es nicht mit Controller. Ich bin am PC. Warum sollte ich denn mit dem Controller spielen? Na, mal ganz ehrlich. So, hau! Kollege! Der ging gar nicht mal so schwer kaputt, ne? Glaube ich. Sind ein bisschen zurückgesetzt durch den letzten Checkpoint hier. Aber das geht natürlich auch. Es war nicht so knallewald. Ich meine, da oben war nichts, außer ein bisschen Leben vielleicht. Was war's dann? Was? Q? Ja, okay. V? Nee, ja. Wie lange ist es da unten? Wie lange wird es eingeblendet? Ich habe keine Ahnung. Kehre zum Hang, hier zum Blabla zurück. Okay, so lange, bis wir das gemacht haben. Genau, ich erinnere mich. Diese wunderschöne Zerbröselung. Wobei, da fehlten gerade die Partikel, ne, die runtergefallen sind. Behaupte ich mal. Da fehlte gerade ein bisschen was. Hat sich jetzt was umgestellt, oder was? Warte mal, Ultra, das ist Ultra. So. Schade, das sah letztes Mal tatsächlich schöner aus. Genau, das sieht wieder besser aus, dass sich das da rumbröselt. Hallo. Dass da einfach stehen bleibt, ne? Dass der gar keine Angst hat. Tja, dann halt nicht. Muss man denn. Au, warte mal. So. Geschmolzen. Ich muss ein bisschen aufpassen mit dem Leben hier. Da bin ich so wahnsinnig viel von. Und ich gucke nochmal, ob hier noch was drin ist. Ah, man kann sogar sprinten damit. Fantastisch. Das ist kein Leben, ne? Das sind Pistolenmunition. Okay, okay. Hurra, ich kann eine Axt nehmen. Hier, also ein Wurfbeil ist das. Okay. Wurfaxt. Einfach mal alle weg hier. Ja, fantastisch. Schwere Kills 5 von 20. Ich muss mal gucken, wie das hier aussieht mit irgendwelchen Sachen, die wir dann freischalten können, beziehungsweise irgendwelche Verbesserungsgeschichten vielleicht. Bei New Order war das ja so, dass man eine Verbesserung bekommen hat. Ja, da vorne. Bei New Order hat man ja Verbesserungen bekommen. In dem Moment, wo man irgendwelche Sachen erreicht hat. Indem man, weiß ich, wie viele Headshots gemacht hat zum Beispiel oder irgendwelche Sachen. Ob es das hier dann auch in der Form gibt. Muss ich gleich mal gucken hier. Dass man dann mal gezielt auf irgendwas hinarbeiten kann im Sinne von, ey, ich hätte gern die und die Fähigkeiten oder ich hätte gern mehr Lebenspunkte oder mehr Muni oder was ich was. Dass man schneller nachlädt und solchen Quatsch, das wäre mal ganz schön. Aber ich drücke auf J. Vorteile, genau, Vorteile, fantastisch. Chaos. Schwere Waffenkills, Gegner mit schweren Waffen wie dem Hammergewehr töten. Da sind wir gerade mal bei, 16 Stück. Vergrößertes Magazin im abmontierten schweren Waffen, okay. Wie sieht es hier aus? Gegner mit überladener Gesundheit töten. Langsames Abklingen der Gesundheitsüberladung. Nächste 20%. Aha. Ich hätte gern mehr Leben insgesamt. Mehr Lebenspunkte hier. Müsste sich mal alles angucken, was es hier ist. Gegner mit Hilfe von explosiven Objekten in der Umgebung töten. Senkt den durch Explosionswaffen erlittenen Schaden 10%. Ma. Anscheinend kann man das immer weiter steigern hier. Anscheinend geht das immer ein kleines bisschen mehr. Oder zumindest mehr als eine Stufe. Da ist überall eine 0 drin. Und das kann natürlich dann noch. Ist ein Anzeichen, dass es nicht bei 1 endet. Sagen wir es mal so. Sonst wäre die 0 genau wenig sinnvoll. Sturmgewehr. Aber ein bisschen Leben hier. Ist das jetzt schon. Zählt das als überladen jetzt? Ja, ne? Ich glaube, 50. Wenn 50 unser Standardwert ist, das ist aber nicht sonderlich hoch. Aber im Moment scheint es das der zu sein. Hallo. Hallo. Ist hier jemand? Ist aber ein wenig los hier. Sehr wenig. Ist da unten was? Nee. Ist ja äußerst wenig los. Ich bin hier schon richtig, ne, oder? Das ist immer die Frage, wenn irgendwo zu wenig los ist, ist man dann wirklich richtig. Mach ich gleich. Ich öffne die Tür gleich. Schade. Ich dachte, könnte man vielleicht auch durch. Ist das jetzt eine Schleuse oder was ist das? Okay, ich bin draußen. Nach unten. Ich will aber oben bleiben.
Das sieht schon super aus, muss ich sagen. Da sind explosive Objekte, ne? Das bringt auch ein bisschen was. Können wir bitte näher... Warte mal, hier. Bitte näher kommen. Schmelz. Ich mag die Waffe, muss ich sagen. Die hat einen angenehmen Durchschlag. Au! Au. Äußerst uncool. Was war das denn jetzt? Mein Kleider hat mich zerlegt, aber... ich bin dagegen. Ich könnte auch erstmal nach unten vielleicht. Nein. Fliegt einfach mal alles weg. Na komm, na komm. Gehen Sie mal weg hier. Der einzige Fehler ist, glaube ich, dass ich aufhöre zu schießen. Ah! Nein. Das ging schnell. Ah, der lebt noch. Fehler ist wirklich, glaube ich, wenn ich aufhöre zu schießen hier. Ich habe keine Muni, aber ich kann den ja theoretisch, warte mal. Ich renne mal kurz zurück. War hier drin Auflade gelötet? Nee, ne? Nope. Ich kann noch nicht zurück, Mist. Aber ich kann von dem unten mir dann ja eine andere Waffe holen, da. Ein anderes, ne? Hier, die Aufladewaffe. Hätte man mal behaupten können. Ah, sieht echt fantastisch aus, muss ich sagen. Ach, da ist noch einer. Hi. Ich habe keine Granaten mehr, Mist. Also zielen, okay, ich habe die Maus ein bisschen runtergestellt, man merkt es vielleicht. Sagen wir es mal so. Hi. Weil im Ranzoomen das auch nochmal langsamer ist. Was auch nicht verkehrt ist. Aber doch etwas ungewohnt. Beziehungsweise. Au, Miss. Okay. Es ist, was ist das? Für erfahrene Spiele, ne? Ich weiß nicht. Nicht. Ist es die mittelste Schwierigkeit? Ich bin mir gar nicht sicher. Zumindest ist es nicht auf einfach oder nicht auf Mittel. Warte mal, hier liegt sogar auch noch Medi. Och Mann, was tue ich denn? Medikit rum. Von dem da hinten könnte ich mir die Waffe schnappen. Wenn meine denn leer sein sollte, gleich mal. Jetzt müsste ich eigentlich nach unten gefühlt. Weil unten halt mehr los ist. Oder so halt. Steht er wieder auf? Nein. Sehr eindeutig nicht. Das war ein blöder Ort gerade mal, weil sie hier von beiden Seiten kommen können. Können aber nicht werden wahrscheinlich. Splotch. Ah, ich verstehe. Hier bin ich. Dann heißt es aber, dass hier noch jemand ist, ne? Einer von den Dicken. In nicht allzu weiter Entfernung. Warte mal. Halt mal, halt mal. Was ist hier noch? Ist hier irgendwie... Ist ja schön, wenn hier eine Aufladestation wäre. Aber es ist Rüstung, auch gut. Ich habe 10 Lebenspunkte, das ist nicht gut. Ah! Das ist... Ich sage ja, das ist nicht gut. Aber das geht, das geht, das geht, das geht. Ist kaputt, Mist. Mhm. Mhm. Da wird auch ständig Alarm geschlagen, ne? Von daher, das hilft nicht unbedingt gut gerade. Das hilft genau gar nicht mit. So, wo ist die schwere Waffe? Da. Was liegt denn da rum? Ah! Codes. Also das war sehr heldenhaft von denen, der sich vor mich stellt, wenn er sieht, dass ich die Waffe in der Hand habe. Das war sehr heldenhaft. Es hat ihm genau nichts gebracht. Außer den Tod. Aber es war heldenhaft. Muss man immer sagen. Er hat für sein Land gekämpft. Sehr kurz. Und hat nichts dabei erreicht. Naja, Hauptsache es lohnt sich. Das hätte man lesen können jetzt hier, weil wir lesen mal kurz ein bisschen rein. Irene Engel von der geliebten Kanzler, vom geliebten Kanzler zum General ernannt. Aha, aha, aha. 1961. Spannend, spannend. Die Engel, ne? Hätten wir, haben wir glaube ich, haben wir die mal, also komplett kaputt haben wir sie anscheinend nicht gemacht, aber es war zumindest mal sehr in der Mache. Die haben ja schon, da haben wir ja quasi das komplette Gesicht zerlegt.
Aber anscheinend war es nicht erfolgreich genug. Da hätte man die Chance gehabt, ne? Und dann plötzlich... ist zu doof. Ach guck mal, ich habe 10%, nee, 20%, doch 10% mehr Aufladung jetzt. 240 habe ich jetzt Kilowattstündchen da unten. Ditte hier. Bei 40 gibt es den nächsten mit, nee, 20%. Bei 40% mehr davon. Okay. Das klingt super. Enigma-Codes. Beim Durchsuchen von toten Kommandanten finden. Die Alarmsignale der Kommandanten sind gestört, dadurch wird der Alarm verzögert. Aha. 0,2 Sekunden. Ist das wirklich so viel, dass es interessant ist jetzt, mal ganz ehrlich? Ich weiß es nicht. Kopftreffer-Kills. Erhöhter Schaden bei Einsatz des Visiers. Okay. Das sind immer so Kleinigkeiten, ne, die anscheinend hier gerade mal passieren. So kleine Upgrades. Lebensupgrade in dem Sinne zum Beispiel habe ich da jetzt bei meinem groben Durchsuchen nicht gefunden. Aber muss ja auch nicht. Ich denke mal, wir werden schon noch mehr bekommen im Laufe der Zeit. Ich denke mal, das wird nicht bei 50 bleiben hier. Gehe ich mal ganz stark von aus. Das war ein riesiges Geschütz. Okay, die Frage ist ein bisschen, wo ich denn hin muss. Eine Karte habe ich auch. Was sind das hier für Teile? Ich weiß es nicht. Gehen wir nach oben. Ein Punkt, der nach Interaktion ruft. Dann kommen wir rein. Warte mal, dann, wenn hier noch was draußen ist, dann bleibe ich noch mal kurz draußen. Wobei, ich glaube, dass auch eher... dass es auch eher gering ist. Genau, hier waren wir überall schon. Fantastisch. Okay, alles gemacht. Alles gemacht. Seid ihr hier drunter, ist noch irgendwas versteckt. Ich hoffe mal nicht. Oder hier? Aha! Was für eine Sauerei. Das sind immer diese ganz gemeinen Orte, wo man dann nicht offensichtlich hinschaut. Deswegen heißt es ja nicht offensichtlich. Hi. Aber an der Stelle kommt man auch gar nicht drum, also kommt man nicht drum herum, dass man gesehen wird. Ah, die Waffe ist super. Ich mag den Sound da vor allem. Das sieht gerade ein bisschen nach Star Wars aus, nach den alten Sachen. Man kommt ungefähr auch hin von der Zeit, von der Technik her. Also ganz grob hier behauptet. 240, warte mal, ist das? Lädt sich der ein bisschen auf oder was ist da los? Nee, ich bin da drüber gelaufen über den. Und dann lädt sich das, aha, dann lädt sich das auf. Okay. Muss ich die nicht mehr wechseln? Und eine Karte habe ich. Oh, eine Karte. Aha. Okay. Ich bin... Soll das ein Vogel sein oder was ist das? Was ist das hier? Ich weiß nicht. Aha. Ist zwar schön, aber es ist wenig erkenntnisreich, sagen wir es mal so. Bisher finde ich die Level gar nicht mal so, also sie sind nicht, zumindest nicht schlauchig im Sinne von, man kann sich durchaus verlaufen. Beziehungsweise man muss gucken, wo man eigentlich hin will. Sind die alle doof? Ne, die sind freundlich. Hi. Aua, die ganze Deckung ist weg. Fantastisch. Und ist das für uns das Schiffchen oder was? Ja, Rettungsboot. Also ein bisschen unsportlich sieht sie ja schon aus. Das muss man dann mal feststellen. So ein ganz kleines bisschen. Ich komme ja schon. Warte. Hat er dir die ganze Zeit mitgeschleppt? Deaktiviert die Rettungsboote! Zu schnell! Los geht's! Max, so geht das. Ich könnte euch einen Vorschlag machen. Leute, Max, hört zu.
Wir haben eine Strategie. Carolina hatte einen Plan. Die Vereinigten Staaten von Amerika zu befreien. Die USA zu befreien. Und wenn wir das schaffen, können wir von dort aus den Rest der Welt befreien. Und genau das werden wir verdammt nochmal tun. Für Caroline. Was ist mit der da? Können wir ihr trauen? Hallo. Sie hat eine Chance verdient. Sie hat mich gerettet. Und Captain Blazkowicz auch. Also, Caroline hatte Funkkontakt zu einer amerikanischen Widerstandsgruppe in New York hergestellt. Wir müssen Lassen diese Sie Gruppe finden und für unsere Sache gewinnen. Wir brauchen Unterstützung Gott. Von den US-Widerstandsgruppen. Nur so können wir die Jeder Leute zur Revolte bringen. Boot. Wir machen diesen Kampf nur das Regime wieder nicht. Zu einem echten Krieg. Ganz genau. Und als erstes müssen wir Kurs auf New York setzen und... Unterwasserbomben! Oh. Anja, Hans, so nah! Ich kann Ihnen dabei helfen. Einen Moment! Oberfläche durchbrochen. Mehrere Objekte. Das ist Frau Engel. Wie zum Teufel hat sie uns nur gefunden? Irgendjemand in ihrem U-Boot sendet ihre Position. Was sagen Sie? Der Ausmerzer hat Nachrichten von jemandem aus ihrem Boot empfangen. So haben wir sie gefunden. Das ist unmöglich. Sektion F. Das kann nicht. Da ist sie, Sektion F. Aber es gibt keine Sektion F. Die Karten sind ungenau. Wir haben geschaut, da ist keine Tür. Und was wenn doch? Was wenn sich jemand dort versteckt und dieses Signal sendet? Cap, Sie nehmen ein paar Männer und schauen nach. Ich zeige Ihnen den Weg. Hier, verschieben Sie den Schrank. Faszinierend. Was siehst du? Die Tür ist von der anderen Seite verschweißt. Hier, Junge! Hierher! Nehmen Sie das! Wyatt hatte einige Ideen für Verbesserungen. Ein paar habe ich umgesetzt. Ist das hier das tödliche Ende? Oh, absolut. Danke, hat mir schon gefehlt. Ich mach's wieder auf, wenn du fertig bist, Großer. Schön, dass denen das mal auffällt, dass da was sein könnte. Dieselkraftwerk, der Blitzdieselkanister. Was? Die Blitzdieselkanister-Munition? Schönes Wort. Des Dieselkraftwerks haftet beim Treffen an Wänden und Gegnern. Die Kanister können ferngesteuert werden, gesprengt werden. Akimbo mit dem Dieselkraftwerk lässt die Kanister beim Auftreffen automatisch explodieren. Drücke links um Dieselkanister. Blitz-Dieselkanister abzufeuern und zu platzieren. Drücke links, um einen platzierten Kanister zu sprengen. Ah. Ja, das klingt ja gut. Das klingt mal ganz fantastisch hier. Okay, dann gehen wir nochmal rein hier. Ist ganz schön viel rumgewackelt, ne? Wenn man rennt und sowas. Auf dem Plan sieht Sektion F aus wie eine kleine Wäschekammer. Wir haben danach bei der ersten Inspektion des U-Boots gesucht, aber den Eingang nicht bemerkt. Und bei all den Sachen, mit denen wir uns beschäftigen mussten, haben wir wohl auch nicht so genau hingesehen. Jetzt habe ich aber auf der Übersicht einen Verweis auf ein vollkommen anderes Dokument gefunden. Die Maschinenraumkarte von Sektion F. Ich melde mich, wenn ich sie habe. Ah, das ist zum Nachladen hier. Fantastisch. Okay. Achso. Muss ich das jetzt hier aufmachen, oder was? Ach, nach unten, natürlich. Boah, ist immer noch so schnell eingestellt hier, die ganze Kamera. Weiß nicht, irgendwie, das wackelt extrem viel hin und her im Moment, das Spiel. Wenn man läuft, wenn man sich umschaut, dass ja immer die Kamera möglichst eigensinnig geschwenkt wird. Sagen wir es mal so. Da bin ich begrenzt im Moment zufrieden, aber ich werde mal ganz kurz mal runterstellen hier. Steuerung. Wie gesagt, das Gefühl bringt das halt nichts. Aber machen wir es mal so. Ja, ein ganz kleines bisschen. Aber es ist ein riesiges U-Boot, ne? Riesiges Ding. Wirklich riesig. Das
Deswegen mal gucken, was hier noch alles drin ist. Da rechts geht es natürlich hoch. Da ist mal eben so eine kleine Leiter und das ist irgendwie versteckte Botschaft oder was ist das? Tagebuch eines Soldaten, wo auch immer das lag. 12. März, glaube ich, 1961. Ich stecke schon mehrere Monate hier unten fest. Ich muss immer wieder an Johann denken, ein echter Soldat Germaniens. Er war ein Held und wurde wie ein Märtyrer erschossen. Von einem großen, mordlüsternen Affen. Diesen Blaskovic. Ach, das sind wir. Die Leute mögen ihn. Kommunisten, Anarchisten, Abweichler. Sie müssen von Antlitz dieses Planeten verschwinden. So wie der Kanzler sagte. Wir sind überlegen, die Stärksten und die Tapfersten. Wir haben keine Angst vor ihnen. Die Erde gehört uns. Haben wir das nicht schon mal gelesen? Ne, ist was anderes. Ist ähnlich. Ich frage mich, wie lange ich noch in diesen Eimer pissen muss. Ich gehe bestimmt nicht zur Toilette am Eingang zur Sektion F. Was, wenn er zurückkommt und losballert? Ich werde weiterhin in diesen Eimer pinkeln, bis Hilfe kommt. Das muss doch stinken nach einer Zeit. Aber gut, Sektion F. Wie kann man denn so komplett einen Teil vom ganzen Schiff übersehen in dem Sinne? Wie schafft man das? Okay, mittlere Maustaste ist das Werfen. Um es mal auch festgestellt zu haben.